Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 11. Part von Game of Thrones. Im letzten Part mussten wir mit Garrett jemanden töten, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten, denn ich habe alles versucht, ihn nicht zu töten. Und nun sind wir wieder Roderick Forrester. Und ja, natürlich schwindet die Loyalität unseres Volkes. How can we support an army and retain our position in the north? We can't even feed the people we see before us. It's like the dead of winter's come. And it doesn't look like it's getting better. Ich habe keine Ahnung. Ash wird eine Armee finden, ist ja toll. Aber trotzdem hilft es nichts gegen die Hungerprobleme. Und wie soll Mira helfen? Forgive me, my lord. Well, I hope we can figure something out. As long as the Whitehills are in our house, we have to be careful. Guckt nicht so. Come on, you. Let me go. Hey. Good. You're here. Look at this. Did you see what this girl did? She attacked my man like an animal. Bloody bit me. Yeah, now it's her turn. She's gonna get what she has coming to her. This won't go unpunished. Let go of me. Ich kümmere mich um sie. Fine. You brought her to me. I'll deal with her. That's not for you to decide. I saw him stealing from our kitchen, and I told him to stop. He laid his hands on me, so I bit him. Bloody wench! I was only doing what had to be done. I warned you not to mistreat my men. Someone will have to answer for this. Do you hear me? Don't make this ugly. Bring deine Soldaten unter Kontrolle. Your men are out of control. That's the problem here. Die benehmen sich hier wie die Schweine im Stall. Untamed as a wildling. Don't listen to him, Roderick. And if you can't rein her in, yeah, what about the rest of them? It's about time she saw a real lord again and learned proper. Ja, die hat einen Fehler gemacht. My sister, she made a mistake. That's all. She is but a child, and this arrangement tests us all. I'll make sure it doesn't happen again. Wir müssen uns. She's not the only one who's made mistakes. And the problem starts at the top, Roderick. Careful, boy. You yourself had the gall to make threats against my men. And that's the real problem with you foresters. You're too fucking proud. Always have been. It was bad enough when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see how far you've fallen. Still high enough to look down at you. Wait, forgive her. Forgive her. The passions of youth. No one questions your authority, Griff. You have the power. Oh, I like him. You thought this was your man, Roderick? He's mine. A dog to be sure, but my dog. That's how I like to see you, Foresters. Obedient servants. Wir helfen Duncan. He's a loyal member of my house, a man of peace, and he deserves to be treated as such. You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten. You will learn some fucking humility. Oh, this won't be the last lesson I teach you foresters. Have you no honor? I'll run you through for that. I'll cut you down like straw. Haltet euch zurück, Roiland. Stand down, Roiland. As you wish. I bet this makes you angry, eh? You probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you going to be a good little forester, learn your lesson, and stay down? Roderick! Wir bleiben liegen. Oh, es tut so weh, aber Griff. Nee, Griff war er. Grin, wie hieß die Frau? Sie hat uns gesagt, wir sollen uns ihm unterwerfen und wir machen das jetzt mal. Get up, Roderick. Stay down, my lord. Your brother defied Ramsay Snow. He didn't know his place, but we made damn sure he learned. I'll probably have to teach Talia. Unless you're a good little forester.
You learn your place and stay down. Wir bleiben unten. Wenn es um unsere Schwester geht, bleiben liegen, wenn es um unsere Schwester geht. Consider this even, girl. Your brother learned the lesson for you. You'd be wise to follow his lead. As would all of you. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. Oh, ich würde so gern aufstehen und einfach eine reinhauen. Come on. Oh Mann, das macht mich so wütend, Alter. Dieser Bastard. Was denkt ihr eigentlich, wer der ist? You have to submit. Wir haben uns unterwerfen. Naja, ein True Lover wollte ich das jetzt nicht nennen. Let them win. Ja, haben wir. Wohl oder übel. Verdammt, verdammt, verdammt. Es ist echt grässlich zuzusehen, wie Roderick auf dem Boden liegt und wir müssen uns weiter unterwerfen. Das war echt ganz gegen meinen Strich, ganz gegen meinen Strich. Aber nun gut. Gwyn hieß sie, Gwyn. Hat gesagt, wir sollen es so tun. Und wir werden jetzt mal ihr auf sie hoffen, sag ich jetzt mal. But he's let his guard down. So, did he get what he wanted? Or did you? At the time, I wanted you to crush him. Ich habe das Richtige getan. Now is not the time to fight. We'll let them think they have won until we're ready to strike. And when you're better, things will be different. I asked Ethan not to change who he was. He promised he wouldn't, and look what happened. I now know that was childish of me. I'm ready to change now. I'm willing to do anything to help our family. Das ist schön zu hören. I mean it, Roderick. I don't care what. Wir werden deine Hilfe benötigen. That's good. Wir werden jede Hilfe benötigen und unsere Familie muss zusammenhalten. Sonst haben wir eh verloren. What you did, yielding to Griff, you had your reasons. But no one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, Foresters will stand tall. Die Forester werden aufrecht stehen. Jetzt sind wir ohne großen Wechsel wieder bei Mira. Wir haben den Brief. Wir brennen den ganz sicher nicht, wir behalten ihn. Eure Hoheit. Das ist eine Trophäe. Wieder mit Asher. Ja, alles klar. Wir sollen jetzt über den Drachen berichten. So, Asher Forrester. If you presume to speak of my dragons, choose your words carefully. Der war schon schön. War schon ein schöner Drache. Also ich würde meine Worte immer weise wählen vor so einem wunderschönen Tier. Das nächste Mal bei Game of Thrones bedeutet, ich halte mein Maul. What have you done, Garrett? Frostfinger is calling for your head. Tell me, Britt's death was an accident. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? We are weak. We have no allies. And Griff claims to be the new Lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to Highpoint. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the Queen! Fuck you and your Queen! Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asher. Carried. It's time to go.
Und das war also das Ende von Episode 3. Wenn das jetzt hier schnell durchmachen, da der Part ja noch weitergeht. Du 49,4%, also Scooby, die Hälfte haben Malcolm gerettet. Du 49% haben sich Marjorie widersetzt und mit Tyrion gesprochen. Da hätte ich gedacht, dass es mehr sind, die, wie ich gehandelt haben. Du 70% sind von Brit weggegangen. Du 68,1% haben sich Griff White unterworfen. Okay, also auf auch viele. Ist ja meine Meinung, dass wir auf Gwyn hören sollten. Und du und 72,5% haben die Eisenholzverordnung behalten. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das viele gemacht haben, denn das ist vielleicht die einzige Chance, irgendwas hinzukriegen. Weg damit mit den Credits. Weg mit ihnen. Ich möchte diese noch nicht sehen. Erst wenn wir am Ende des Spiels angekommen sind, was hoffentlich noch eine Weile dauern wird. Nun starten wir die nächste Episode, Episode 4. Machen euch die Toten Angst? Was ist das denn für ein Vieh? Wir werden ihm hoffentlich begegnen. Das ist bestimmt einer im Norden. Irgend so ein abgefuckter Wildling, der so richtig ausgerastet ist. In seinem Lav, und deshalb so aussieht. Oder einer in diesem Nordhain. Das könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass einer in diesem Nordhain ist. Und die den vielleicht bewachen oder so. Aber nun gut, ich möchte jetzt hier gar keine Sachen sagen, die ich gar nicht weiß. Die irgendwann vielleicht vorkommen werden. Keine voreiligen Schlüsse ziehen. Vielleicht ist ja auch einfach nur Hitler. Wisst ihr's? Wisst ihr's, dass das nicht ist? Ich weiß es auch nicht. Also sind wir mal gespannt. Vielleicht ist es ja. Nun gut, bist du bei Game of Thrones und ich bin mal wieder ruhig. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. Northgrove. That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. My true name is Sarah. Flowers. You're a bastard? It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. And if it isn't Elena Glenmore? You're not still marrying into this wretched family. I'm sorry. I'm going to tell Father the betrothal is off. It's a long journey to Marine on foot. Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume to speak of my dragons, you best choose your words carefully. Vesca! Are you gonna be a good little forester? Learn your lesson and stay down? You can be Lord, Roderick. So long as we all know who holds the reins here. The foresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? We bled him at first, like a pig. Und nun beginnt Episode 4. Es sieht weiterhin sehr, sehr schlecht aus. Auch für Garrett inzwischen, der sich jetzt dafür zu verantworten hat. Wir haben ihm nicht in die... Doch, in den Bauch haben wir ihn aufgeschlitzt. Stimmt. Stimmt, das haben wir als Verteidigung getan. Oh ja, das wird Konsequenzen haben. Garrett Tuttle, schwarze Festung. I knew you were a killer the day you arrived.
Seems Britt found out too. Now they all see it. Ich bin angegriffen worden. Brother, you really are. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and... So you struck him down and left him to die. You tried to lie about what you did to get here. But we both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing. Ich schwöre, dass es ein Unfall war. I swear by all the gods, old and new, this was an accident. I didn't mean for him to die. Didn't mean it. Murder's in your blood. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. Biertelefon, beruhige dich. I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Go on then. Ich bin mal ruhig, ich will ihm erstmal zuhören. Out with it. What happened? Vielleicht sagte er die Wahrheit. Telling the truth. Britt attacked him. Just like he said. Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Nein, haben wir nicht. Some deal you worked out. Or he's defending you for some reason. Mein Bruder würde nicht lügen. Vin's just being a good brother. I think. Can't watch a man die and just. I decide what justice is. Dieser Frostfinger, ne? There's a price to be paid for that. Let's go. I knew it was a mistake to make you a ranger. Frostfinger. What's to be done with him? We're heading to Crusted. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. Komm schon, Frostfinger. Be done with it. Oh ja, Abschiedskuss! You told me you wouldn't get into it with Britt. What happened? I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be on my side at Crestus. John, I swear I honored my vows. Britt wanted a fight and I wouldn't give him one. I tried to stop it, honest. I believe you. Is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. But you're about to go off and execute a nest full of traitors at Crestus. How is this any different? God's be with you, Garrett. We're down on Danke. Keep your eyes open. Er kann nichts groß dagegen machen, das halte ich ihm jetzt nicht vor oder so. Er kann nichts machen. Frostfinger hat hier das Sagen. It's the axe has the final say. Das sieht ganz und gar nicht gut aus für unseren lieben Garrett. Das Alte, das Wahre, das Tapfere. Dim, 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 das Intro, das wir schon dreimal gesehen haben, nun ein viertes Mal und nicht überspringbar ist, ist so scheiße. Immerhin ist es ein gutes Intro, immerhin hat es gute musikalische Hinterlegung und es sieht auch cool aus, aber trotzdem, naja. Ja, okay, wenn man das in Episoden spielt, ist halt wieder was anderes, wenn man es halt, also Episode 1 sich direkt holt und dann eben Episode 2 erst, was weiß ich, viele Monate später rauskommt, dann ist schon cool, immer wieder das Intro zu haben. Aber so empfinde ich das Ganze doch als etwas nervig. Aber nun gut, es geht ja nicht lang. Also ich heul da immer rum wie sonst noch. Es geht vielleicht eine Minute oder so. Von dem her, es gibt Schlimmeres, schätze ich mal. Alter, aber schnell unterwegs. Ich bin gespannt, wie diese Episode beginnen und natürlich auch enden wird. Vielleicht werden wir es schaffen, unserem Haus eine bessere Situation zu verschaffen. Ich hoffe es doch sehr stark, denn jetzt seit 2 Episoden sieht es für unser Haus richtig schrecklich aus. Ich meine, nach der ersten habe ich ja noch gesagt, so, es gibt hier und die Chance, Söhne des Winters heißt die Episode. Aber jetzt inzwischen sieht es echt scheiße aus. Und ich hoffe, dass ich das ändern kann. Mit den richtigen Entscheidungen. wobei, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich treffe immer so gut die Falschen. Wobei, ab und zu nicht. Ab und zu denke ich mir so, ja, das habe ich schon richtig gemacht. Asher werden wir wahrscheinlich spielen, so wie mir das hier aussieht, die Umgebung. Entschuldigung. Mal kurz husten, das darf ja wohl auch mal sein.
So, wir reden jetzt hier gerade mit der Königin, ne? Also mit der, die hier das Sagen hat. Über ihren Drachen. Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what. Mein Wort darauf ist, es ist die Wahrheit. I wouldn't lie to you. You have my word. Your word means nothing. Not when it is so easily bought. War das der Drache? Ah, das ist wohl vielleicht der, also ein anderer. Der Bruder oder Schwester oder so. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen. I'm still getting used to it, that's all. I'm sure that's it. Would you like to touch him? Go ahead. Gerne. Unless you are afraid. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea. Wir nähern uns ihm. Ganz ruhig, ganz ruhig. You're brave at least. Dankeschön. I don't think he likes me. You still have a hand, don't you? You claim you saw Drogon. Yep. Give me a reason to believe you. Den Zahn und ihre Verletzung. I've heard this story before. I'm going to need more than that. Zeigen ihr den Zahn. I have this. Sie wird's erkennen, dass es ein Drachenzahn ist. How did you get that? What have you done to him? If you've hurt him. He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. Tut mir leid, wir wollten das nicht. If we did, I'm sorry. It wasn't our intention. We weren't looking for a fight. Ja, das waren wir echt nicht. Sure he wasn't. Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Why did you come here? You've been polite, accommodating. To what end? You want gold? A title? Alles. My undying gratitude. Ich benötige einfach eure Hilfe. Asher Forrester. I don't want your money. I just need your help. Help very often means money. My family is depending on me. I have to find an army. An army? If you could spare some of your sellswords, please. I also came here looking for an army, but what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Meereen. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people. Was ist nach der Befreiung? Years without end. What if we left after the liberation, once the slaves are free? Once the slaves are free, I will sail back to Westeros and reclaim my crown. There is no after. There must be something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Meereen. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Meereen and free all the slaves yourself... Sieht nicht so gut aus. You have nothing more to offer me, Croft. You may leave. That's it. Your grace. See them out. Ich stand dem Drachen gegenüber, ich kann mit Meereen fertig werden. Nothing in Meereen can be worse than that. How bold of you. You forget that is my dragon you boast of defeating. I said I survived, nothing more. And Beskar here, she has a history in Meereen. Oh, hau das doch nicht raus! Is this true? Yes. I lived in Meereen for a time. On the eastern. Ich hab's extra nicht gesagt. Aber er muss natürlich raushauen. Ja, da denkt sehr scharf nach.
So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons, guide them into Meereen. I can't, Asha. This could be our only chance. Is that what you're saying? Ich kann nur für mich selbst sprechen. I can only speak for myself. I'll go alone. She's the one who knows the city. She will accompany you, or you won't be going at all. Sie muss selber entscheiden. You two will join Croft and his men. Get them into the city, help them liberate Meereen, and I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. Okay, damit kann ich mich persönlich abfinden. You've lied or put my men in danger. I understand. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long. Jetzt müssen wir also eine ganz andere Schlacht schlagen als die, die wir eigentlich schon haben. Ah, das ist alles so zeitaufwendig. Aber nur gut. Are we really going into Meereen? So, das tut mir leid, es tut mir echt leid, weil ich wollte es ja gar nicht. I'm sorry it happened this way. As long as you get your armor, right? Beske. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been. Ah, Beska wird jetzt nicht gut auf uns zu sprechen sein, beziehungsweise erst gar nicht auf unseren Onkel. Verständlich natürlich, aber unser Onkel hat's rausgehauen, nicht ich. Long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asher. Werde ich nicht. We got two more. Ich finde, wir sollten nicht mal mit Beska reden, unbedingt. Wir müssen eigentlich ein klärendes Gespräch führen. Finde ich jetzt sehr komisch, so im Kriegsruf. Wir müssen ein klärendes Gespräch führen. Aber ihr versteht doch nicht, was ich meine. Keiner so klug. Keiner ist so klug wie ich und würde jetzt den Part beenden, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich hoffe, euch hat dieser Part von Game of Thrones gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.